Ein schweres Unwetter mit Starkregen und Sturmböen hat weite Teile Italiens getroffen und mehrere Menschen das Leben gekostet. Die Schlechtwetterfront wird sich am Montag aber noch verschlimmern. Rettungsdienste und Zivilschutz bereiten sich bereits darauf vor. Die Brennerautobahn ist nach einem Murenabgang seit Sonntagabend gesperrt. Auch die Brennerlinie der Eisenbahn ist aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. 4 Männer sterben in der südlichen Region Kalabrien. Sie werden in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet, als sie ein durch das Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollen. Beim Hafen von Cantazzaro in Kalabrien an der Stiefelspitze Italiens entdeckt die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen wird. In Südtirol geht am Sonntag eine Mure auf der Brennerautobahn nieder. Die wichtigste Verkehrsachse zwischen Österreich und Italien muss zwischen Brenner und Sterzing in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Mindestens 6 Fahrzeuge werden von den Erdmassen getroffen. Der Zivilschutz spricht von außergewöhnlichen Wetterverhältnissen und ruft zur maximalen Wachsamkeit auf. Zudem rufen die Behörden Italiens für weite Teile des Landes die höchste Alarmstufe aus. Für Küstenorte warnt der Zivilschutz vor massiven Sturmfluten.